Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute hier in Lettland, in der Stadt Liepāja, und wir besuchen das Karosa-Gefängnis. Mal schauen, wie es dort drin aussieht. Aha. Endlich bin ich auch mal im Gefängnis. Aber nur als Besucher. Und hier die Nachbildung eines Maschinengewehrs. Kannst du das lesen? Schlecht. Ja? Na dann los, dann versuch mal. Gorkowski after Sabot. After Sabot, genau. Gorkowski after Sabot. Also Autofabrik in Gorki. Ja, das sieht dann noch ganz gut aus hier, aber gleich daneben so ein Anflug der 50er, 60er Jahre, wie ich sie noch als Schulkind kannte vom Dorf her. Ich wohnte zwar in der Stadt, aber wenn ich meine Freunde besuchte, dann wusste ich immer, dass ich über den Hof laufen musste, um ins Plumpsklo zu kommen. Hier haben wir drei Fleischwölfe in klein für einen Haushalt. In Groß findet zurzeit noch in der Ukraine statt. Leider. Sehr bedauernswert. Gut, dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Und hier haben wir einen Abakus, im Volksmund auch Rubelhafer genannt. Da steht noch so ein Teil. So, der besondere Service hier im Gefängnis ist derjenige, dass wir hier freundlich bedient werden. Wir werden ja auch nicht in Ketten gelegt. Wir haben so was Feines zu essen, bekommen wir gleich, und dann gibt es sogar noch Videos für irgendwas. Werden wir gleich sehen. Es ist immer noch die einzige funktionierende Drehbrücke in Baltimore. Ja, das war's dann über die ehemalige militärische Stadt Karosa. Das Video ging etwa 20 Minuten, 25 Minuten. Und jetzt warten wir auf die Führung, die also demnächst um 14 Uhr starten soll. What's your name? My name is Anna. Ich heiße Anna. Anna, hallo. Willkommen in Liepāja. It was growing all the time and everything was fine. But somehow, he had this bride, Dagmar, living in Denmark. And we will go up to the second floor now, please. I'm very well with the whole design of this prison. 3 hours or even more, because the main task of the guards who were working here was to make sure that nobody else returns ever in here, that no soldier returns and comes back. And of course you are allowed to go inside. That will be plenty of enjoy. So this is one of our 37 cells we have in this military prison. They're all completely identical, and in the best location, here could stay 3 to 5 people at the same time, but the good news are that they're staying here only during the night time. Mm-hmm. Also, after the celebrations, the bigger ones, here could fit up to 40 grown men. One special cell. And if you're not afraid of the dark, dark cell. I would like you to go inside in here. Dark cell. Almost. But then we're not in the real prison, it's only one of our cells. Oh, yeah. It wasn't that peaceful for a soldier who went here. Here could they get for special reasons. For example, if they got drunk and maybe aggressive, then soldier could be put inside in here. Also, they could be there up to 3 days and left without the food, water, and possibility to use toilet also. Orenburg. Mm-hmm.
and 30 minutes per whole 4 or 30 seconds per one cell. As you can imagine, the more people in one cell, the faster you have to be. Because if you don't make it in the right time, then others also could be late. How many cells? How many? How many prison cells? Oh, cells? In total, we have 37. 37? Yes. This will be a museum dedicated to the Second World War period in Liepāja in Latvia. Do you have a lot of Ukrainians? Tourists? No, people who fled. Also, I guess it's hard to buy an apartment in here. Also, the prices for renting is definitely higher than they have in their homeland. This is the Soviet era. Yes, this is right here. Nordi, was sagst du denn zu dem schweren Teil hier? Das ist richtig schwer. Ja, es ist eine alte AK-47, eines der ersten Modelle. Hier noch alles massiv, massiv Metall hier, nicht mehr. Früher, also die neueren Modelle sind mit Blech, ja. Vieles andere ist zum Beispiel so geschmiedet oder sowas, das ist alles schon Blech in den neueren Modellen. Deswegen sind die neueren gar nicht mehr so schwer. Und dann auch noch schießen, dann fällt dir ja der Arm. Ja, ja. Да, и он так и сказал, потому что тоже могу признаться, один мужчина мне спрашивал, и я угадала, мне удалось, я подумала, сколько бы там можно, потому что я как женщина просто не знаю, какие вещи. 30 штук. Is this something like that? Yes, MP40, this is a German. And also we have this one. Ah, this is, what's the name? I don't know. All Liepāja area, and this is the whole Karosta area. And actually in the 90s, it was economically pretty hard times for the town, and Liepāja wasn't very happy to gain this amount of area. It was very hard. This is not an original cell, as you can see and imagine. This is an officer's apartment in Karosta. This is how they lived, and every person actually had the same things. Everybody had these carpets on the wall, the replicas of this art piece, the interior, it was all the same. For example, I have this curtain and pink in my home. I have put them in my wardrobe and they are still waiting for the minute of fame. But if we were thinking about the breakfast that you will have sandwiches with. Schnittbogen. Also the family. Offizierszelle for the bad apples. Nicht schlecht. How much does it? Only 30 euros per one night. Aha. Also, we provide different kinds of shows nowadays. It could be in the daytime around 1 to 2 hours, for example. And also, you can experience the night show in here with our colleagues. Otti, das hat sogar was mit Kunst zu tun hier, ja? Mensch, da könnte man sich richtig austoben. Und sogar der Fußboden, ja? What does a prisoner in a prison cell long for the most? Thank you very much. Thank you. You're welcome. Na, was sagst du denn zu dieser ganzen Sache hier? Ja, war interessant. Ja. Also ich fand auch sehr gut, als sie sagte, das normale Zimmer kostet 30 Euro und wenn wir auf dem Holzbrett schlafen wollen, gibt es Rabatt. Ne? Ja, ob man sich das noch antun muss in unserem hohen Alter. Ja, mir reicht schon das Schlafen im Wohnmobil für Wochen. So, jetzt mal zum Ernst dieser ganzen Angelegenheit hier. Es war ein Untersuchungsgefängnis. Ja. Die waren also bis zu 30 Tage hier. Aber trotzdem kein Zuckerschlecken, ne?
Ja, und sie hat ja gesagt, die Bewacher haben es denen so ungemütlich gemacht, dass keiner hier wieder zurückkehren wollte. Genau. Mit Dunkelzelle und mit Verweigerung von Körperpflege, Essensentzug etc. pp. Also ja, Dunkelzelle dann noch mit dem Stock gegen die Tür geschlagen, ja. Also das war schon... Also eine heftige Angelegenheit, ja, hier. Ja. Na gut, du. Ja, war mal eine Erfahrung, das gesehen zu haben, was zu Sowjetzeiten hier noch abging bis 1987. In diesem Jahr zog hier der letzte Häftling aus. Jetzt fragt man sich, warum. Ich habe die Antwort, die Heizung fiel aus. Ja, das war's dann. War eine interessante Sache, kann ich nur noch mal wiederholen. Und wir gehen jetzt zum Wohnmobil und fahren nach Jurkale. Jawohl. Auf unseren Campingplatz. Wie heißt der? Hortas oder sowas? Hortas.